Grüß Gott, liebe Zuschauer. Ich habe auf Telegram nachgefragt, welche Märchen ihr euch wünscht, die ich für euch in Videos besprechen soll. Dabei sollte es sich um Märchen handeln, die nicht in meinem Buch über die deutschen Märchen besprochen werden. Einer der Leser wünscht sich das Waldhaus, das wir heute besprechen. Es geht in diesem Märchen darum, wie wir die nötige Grundlage für die spirituelle Transformation schaffen, die wir brauchen, um aus einem gereinigten Bewusstsein heraus eine bessere Welt erschaffen zu können und welche spirituellen Qualitäten wir dazu entwickeln sollten. Es geht um den Unterschied zwischen etwas zu wissen, weil wir es verstanden haben, also etwas vom Verstand her zu wissen, und etwas zu wissen aus uns selbst heraus, weil wir es uns zu eigen gemacht haben, weil wir es zu einem Teil unseres eigenen Seins, unseres eigenen Charakters gemacht haben, sodass wir es als Wahrheit in uns wissen. Ein armer Holzhauer lebte mit seiner Frau und drei Töchtern in einer kleinen Hütte an dem Rande eines einsamen Waldes. Eines Morgens, als er wieder an seine Arbeit wollte, sagte er zu seiner Frau: Lass mir mein Mittagsbrot von dem ältesten Mädchen hinaus in den Wald bringen, ich werde sonst nicht fertig. Und damit es sich nicht verirrt, setzte er hinzu, so will ich einen Beutel mit Hirsen mitnehmen und die Körner auf den Weg streuen. Armut im Märchen symbolisiert Negativität. Durch Negativität können wir unsere wahren Bedürfnisse nicht erfüllen und sind nicht von Liebe, Freude und kindlicher Unschuld erfüllt, sind also arm an diesem wahren Reichtum. Ein Baum symbolisiert die Fähigkeit, in Interaktion mit dem Leben bestimmte, hier spirituelle Früchte hervorbringen zu können. Ein Holzhacker, der Bäume sammelt und verarbeitet, symbolisiert also spirituelle Suche. Die drei Töchter des Holzhackers symbolisieren die Wirkung unserer spirituellen Suche. Diese drei Wirkungen werden durch die Früchte, die der Holzhacker den Töchtern auf den Weg streut, näher definiert. Die Hirse für die älteste Tochter symbolisiert die Versorgung unserer Bedürfnisse. Da es in den Märchen um unseren Geist geht, handelt es sich um die Bedürfnisse in den neun Bereichen unseres Geistes, also um die Bedürfnisse nach Fülle, nach Zufriedenheit, nach Brüderlichkeit, nach Wertschätzung, nach einem Gefühl von Möglichkeit und nach Gerechtigkeit, nach Glück, nach Geborgenheit und nach Unschuld. Als nun die Sonne mitten über dem Walde stand, machte sich das Mädchen mit einem Topf voll Suppe auf den Weg. Aber die Feld- und Waldsperlinge, die Lerchen und Finken, Amseln und Zeisige hatten den Hirsen schon längst aufgepickt und das Mädchen konnte die Spur nicht finden. Da ging es auf gut Glück immer fort, bis die Sonne sank und die Nacht hereinbrach. Die Bäume rauschten in der Dunkelheit, die Eulen schnarrten und es fing an, ihm Angst zu werden. Die Vögel, die die Hirse aufpicken, symbolisieren das Durcheinander unserer Gedanken, durch das uns der nötige Fokus und auch das nötige spirituelle Bewusstsein fehlt, unsere wahren Bedürfnisse zu erfüllen. Dadurch verirren wir uns in unserem Bemühen, in unserem eigenen Geist und erreichen unser Ziel nicht. Da erblickte es in der Ferne ein Licht, das zwischen den Bäumen blinkte. Dort sollten wohl Leute wohnen, dachte es, die mich über Nacht behalten, und ging auf das Licht zu. Nicht lange, so kam es an ein Haus, dessen Fenster erleuchtet waren. Es klopfte an und eine raue Stimme rief von innen: Herein! Das Mädchen trat auf die dunkle Diele und pochte an der Stubentür.
Nur herein, rief die Stimme, und als es öffnete, saß da ein alter, eisgrauer Mann an dem Tisch, hatte das Gesicht auf die beiden Hände gestützt und sein weißer Bart floss über den Tisch herab, fast bis auf die Erde. Am Ofen aber lagen drei Tiere, ein Hühnchen, ein Hähnchen und eine bunt gescheckte Kuh. Das Waldhaus ist, wie wir später erfahren, ein verwunschener Königspalast und der alte eisgraue Mann ein verwunschener Königssohn. Es handelt sich hier also um einen Zustand, in den wir dadurch kommen, dass wir unser wahres Selbst nicht finden und versuchen, unsere Bedürfnisse auf die falsche Weise zu befriedigen. Dabei symbolisiert der alte eisgraue Mann altes Wissen um richtiges Handeln, das jedoch durch ein schwaches Gewissen oder schwaches Pflichtbewusstsein nicht zum Zug kommt. Der Königssohn symbolisiert unser Gewissen oder Pflichtbewusstsein. In seiner verwunschenen Form kommt dieses nicht zum Zuge. Wir wissen vielleicht unterschwellig, dass wir bestimmte Dinge anders machen sollten, handeln aber nicht danach. Ein Huhn symbolisiert eine Neugeburt oder einen spirituellen Neuanfang. Ein Hahn, der sich stets nach dem Sonnenaufgang im Osten ausrichtet, symbolisiert unsere Ausrichtung auf Gott, und eine bunt gescheckte Kuh symbolisiert die Vielfalt des irdischen Lebens. Das Mädchen erzählte dem Alten sein Schicksal und bat um ein Nachtlager. Der Mann sprach: Schön Hühnchen, schön Hähnchen, und du, schöne bunte Kuh, was sagst du dazu? Ducks, antworteten die Tiere, das musste wohl heißen, wir sind es zufrieden. Denn der Alte sprach weiter: Hier ist Hülle und Fülle, geh hinaus an den Herd und koch uns ein Abendessen. Das Mädchen fand in der Küche Überfluss an allem und kochte eine gute Speise, aber an die Tiere dachte es nicht. Es trug die volle Schüssel auf den Tisch, setzte sich zu dem grauen Mann, aß und stillte seinen Hunger. Als es satt war, sprach es: Aber jetzt bin ich müde. Wo ist ein Bett, in das ich mich legen und schlafen kann? Die Tiere antworteten: Du hast mit ihm gegessen, du hast mit ihm getrunken, du hast an uns gar nicht gedacht. Nun sieh auch, wo du bleibst die Nacht. Da sprach der Alte: Steig nur die Treppe hinauf, so wirst du eine Kammer mit zwei Betten finden. Schüttle sie auf und decke sie mit weißem Linnen, so will ich auch kommen und mich schlafen legen. Das Mädchen stieg hinauf, und als es die Betten geschüttelt und frisch aufgedeckt hatte, legte es sich in das eine, ohne weiter auf den Alten zu warten. Nach einiger Zeit aber kam der graue Mann, beleuchtete das Mädchen mit dem Licht und schüttelte mit dem Kopf. Und als er sah, dass es fest eingeschlafen war, öffnete er eine Falltüre und ließ es in den Keller sinken. Die Dinge, die uns auf unserem Weg den nötigen spirituellen Fokus geben, sind erstens die Bereitschaft, uns selbst als Anfänger zu sehen und immer wieder neu anzufangen und mit der Neugier eines Kindes zu lernen. Zweitens unsere bewusste Ausrichtung auf das Göttliche. Der Mensch wird in seinem Geist zu dem, woran er ständig denkt. Wenn wir zum Beispiel ständig an Geld denken, werden wir zu Geiz, Gier und Materialismus. Wenn wir fortlaufend an Gott denken, dann werden wir zu den göttlichen Eigenschaften. Drittens unsere dienende Haltung gegenüber der Vielfalt des Lebens und unsere grundsätzliche Bereitschaft, Gutes zu tun. Diese drei Tiere symbolisieren also die Haltung, die wir entwickeln müssen, um unsere wahren Bedürfnisse befriedigen zu können. Schlaf symbolisiert eine Veränderung des Bewusstseins. Der Keller, in den das Mädchen hinabgelassen wird, symbolisiert unser Unterbewusstsein, in dem die geistigen Probleme landen, die wir nicht lösen. Das Hinabsinken der Tochter in den Keller, während sie schläft, symbolisiert also,
dass unsere wahren Bedürfnisse aufgrund der von unserem Ego bewirkten Negativität ungelöst bleiben, in verdrehter Form in unserem Unterbewusstsein verharren und auf die Lösung warten, solange wir noch zu eigennützig sind und nur an uns denken. Der Holzhauer kam am späten Abend nach Haus und machte seiner Frau Vorwürfe, dass sie ihn den ganzen Tag habe hungern lassen. »Ich habe keine Schuld«, antwortete sie. »Das Mädchen ist mit dem Mittagessen hinausgegangen. Es muss sich verirrt haben. Morgen wird es schon wiederkommen.« Vor Tag aber stand der Holzhauer auf, wollte in den Wald und verlangte die zweite Tochter, sollte ihm diesmal das Essen bringen. »Ich will einen Beutel mit Linsen mitnehmen«, sagte er. »Die Körner sind größer als Hirsen. Das Mädchen wird sie besser sehen und kann den Weg nicht verfehlen.« Zur Mittagszeit trug auch das Mädchen die Speise hinaus, aber die Linsen waren verschwunden. Die Waldvögel hatten sie wie am vorigen Tag aufgepickt und keine übrig gelassen. Das Mädchen irrte im Wald umher, bis es Nacht war. Da kam es ebenfalls zu dem Haus des Alten, ward hereingerufen und bat um Speise und Nachtlager. Der Mann mit dem weißen Barte fragte wieder die Tiere. Schön Hühnchen, schön Hähnchen und du, schöne bunte Kuh. Was sagst du dazu? Die Tiere antworteten abermals Ducks. Und es geschah alles wie am vorigen Tag. Das Mädchen kochte eine gute Speise, aß und trank mit dem Alten und kümmerte sich nicht um die Tiere. Und als es sich nach seinem Nachtlager erkundigte, antwortete sie, »Du hast mit ihm gegessen, du hast mit ihm getrunken, du hast an uns gar nicht gedacht und sieh auch, wo du bleibst die Nacht.« Als es eingeschlafen war, kam der Alte, betrachtete es mit Kopfschütteln und ließ es in den Keller hinab. Die Empörung des Holzfällers symbolisiert den Frust, den wir erleben, wenn wir auf unserem Weg keine spirituelle Erfüllung finden, dass unsere Bedürfnisse nach Glück, Liebe etc. nicht erfüllt werden. Mit der zweiten Tochter des Holzhackers geht nun also alles so wie mit der ersten, nur dass sie über die Linsen definiert ist. Linsen symbolisieren Probleme und Streitereien. Bei der Unterscheidung zwischen guten und schlechten Linsen, die zum Beispiel bei Aschenputtel stattfindet, symbolisieren die schlechten Linsen Unreinheiten in unserem Geist. Durch das Beseitigen dieser Unreinheiten reinigen wir Ego-Strukturen aus unserem Geist und leisten damit unseren Beitrag für die Lösung von Problemen und die Beendigung von Streitereien. Dem Märchen gemäß wird jedoch auch diese Aufgabe nicht bewältigt und verharrt ungelöst in unserem Unterbewusstsein, wenn wir zu eigennützig sind. Am dritten Morgen sprach der Holzhacker zu seiner Frau, »Schicke mir heute unser jüngstes Kind mit dem Essen hinaus. Das ist immer gut und gehorsam gewesen. Das wird auf dem rechten Weg bleiben und nicht wie seine Schwestern die wilden Hummeln herumschwärmen.« Die Mutter wollte nicht und sprach, »Soll ich mein liebstes Kind auch noch verlieren?« »Sei ohne Sorge«, antwortete er, »das Mädchen verirrt sich nicht, es ist zu klug und verständig. Zum Überfluss will ich Erbsen mitnehmen und ausstreuen, die sind noch größer als Linsen und werden ihm den Weg zeigen.« Aber als das Mädchen mit dem Korb am Arm hinauskam, so hatten die Waldtauben die Erbsen schon im Kropf und es wusste nicht, wohin es sich wenden sollte. Es war voll Sorgen und dachte beständig daran, wie der arme Vater hungern und die gute Mutter jammern würde, wenn es ausbliebe. Die dritte Tochter ist nun durch die Erbsen definiert. Erbsen symbolisieren Hoffnungen,
Daher symbolisiert zum Beispiel das Kochen von Erbsen die Zerstörung von Hoffnungen und somit Ärger. Frische oder junge Erbsen symbolisieren berechtigte Hoffnungen, vertrocknete Erbsen zerstörte Hoffnungen. Im Unterschied zu ihren Schwestern macht sie sich Gedanken um ihre Eltern. Die symbolisiert das Element der Fürsorge für das Wohl anderer, das wir für den spirituellen Weg brauchen. Wenn wir Hoffnung auf das Erreichen des spirituellen Ziels haben wollen, müssen wir eine fürsorgliche Haltung gegenüber den Gefühlen und Bedürfnissen anderer entwickeln. Endlich, als es finster ward, erblickte es das Lichtchen und kam an das Waldhaus. Es bat ganz freundlich, sie möchten es über Nacht beherbergen, und der Mann mit dem weißen Bart fragte wieder seine Tiere. Schön Hühnchen, schön Hähnchen, und du, schöne bunte Kuh, was sagst du dazu? Ducks, sagten sie. Da trat das Mädchen an den Ofen, wo die Tiere lagen, und liebkoste Hühnchen und Hähnchen, indem es mit der Hand über die glatten Federn hinstrich, und die bunte Kuh kraulte es zwischen den Hörnern. Und als es auf Geheiß des Alten eine gute Suppe bereitet hatte und die Schüssel auf dem Tisch stand, so sprach es: Soll ich mich sättigen und die guten Tiere sollen nichts haben? Draußen ist die Hülle und die Fülle, erst will ich für sie sorgen. Da ging es, holte Gerste und streute sie dem Hühnchen und Hähnchen vor und brachte der Kuh wohlriechendes Heu, einen ganzen Arm voll. Lasst euch schmecken, ihr lieben Tiere, sagte es, und wenn ihr durstig seid, sollt ihr auch einen frischen Trunk haben. Dann trug es einen Eimer voll Wasser herein, und Hühnchen und Hähnchen sprangen auf den Rand, streckten den Schnabel hinein und hielten den Kopf dann in die Höhe, wie die Vögel trinken, und die bunte Kuh tat auch einen herzhaften Zug. Als die Tiere gefüttert waren, setzte sich das Mädchen zu dem Alten an den Tisch und aß, was er ihm übrig gelassen hatte. Nicht lange, so fing Hühnchen und Hähnchen an, das Köpfchen zwischen die Flügel zu stecken, und die bunte Kuh blinzelte mit den Augen. Da sprach das Mädchen: Sollen wir uns nicht zur Ruhe begeben? Schön Hühnchen, schön Hähnchen, und du, schöne bunte Kuh, was sagst du dazu? Die Tiere antworteten: Ducks, du hast mit uns gegessen, du hast mit uns getrunken, du hast uns alle wohl bedacht. Wir wünschen dir eine gute Nacht. Da ging das Mädchen die Treppe hinauf, schüttelte die Federkissen und deckte frisches Linnen auf, und als es fertig war, kam der Alte und legte sich in das eine Bett, und sein weißer Bart reichte ihm bis an die Füße. Das Mädchen legte sich in das andere, tat sein Gebet und schlief ein. Es schlief ruhig bis Mitternacht, da ward es so unruhig in dem Hause, dass das Mädchen erwachte. Da fing es an, in den Ecken zu knittern und zu knattern, und die Türe sprang auf und schlug an die Wand. Die Balken dröhnten, als wenn sie aus ihren Fugen gerissen würden. Und es war, als wenn die Treppe herabstürzte, und endlich krachte es, als wenn das ganze Dach zusammenfiele. Da es aber wieder still ward und dem Mädchen nichts zuleide geschah, so blieb es ruhig liegen und schlief wieder ein. Das Erwachen um Mitternacht symbolisiert ein Erwachen aus unserem von unserem Eigennutz veränderten Bewusstsein, also ein Erwachen dazu, uns auf eine bewusste spirituelle Suche zu begeben. Wenn wir uns immer wieder neu auf unsere wahren Bedürfnisse besinnen, unser Leben auf Gott ausrichten und dem Leben dienen, das sind die drei Tiere, die die Tochter füttert, dann erwacht auch der Wunsch, dass wir unser spirituelles Ziel erreichen.
Die diversen Geräusche, die das Haus macht, weil das Haus selbst in Bewegung ist, symbolisieren, dass sich etwas Grundlegendes in unserem Bewusstsein verändert und eine Transformation, also ein Umbau unseres Bewusstseins stattfindet. Anders als in Horrorfilmen symbolisieren solche spukigen Ereignisse um Mitternacht nichts, wovor wir Angst haben müssten, sondern Heilung, Transformation und Erwachen. In gewissem Sinne ist die Nutzung der Mitternachtsstunde durch Horrorfilme ein Missbrauch der alten Symbolsprache, wie so viele andere Symboliken auch, die ursprünglich eigentlich eine rein positive Bedeutung haben. Das Erwachen um Mitternacht symbolisiert nur unser geistiges Erwachen und hat nichts Negatives oder Gruseliges an sich. Als es aber am Morgen bei hellem Sonnenschein aufwachte, was erblickten seine Augen? Es lag in einem großen Saal und ringsumher glänzte alles in königlicher Pracht. An den Wänden wuchsen auf grünen seidenem Grund goldene Blumen in die Höhe. Das Bett war von Elfenbein und die Decke darauf von rotem Samt. Und auf einem Stuhl daneben standen ein paar mit Perlen gestickte Pantoffeln. Das Mädchen glaubte, es wäre ein Traum, aber es traten drei reich gekleidete Diener herein und fragten, was es zu befehlen hätte. »Geht nur«, antwortete das Mädchen, »ich will gleich aufstehen und dem Alten eine Suppe kochen und dann auch schön Hühnchen, schön Hähnchen und die schöne bunte Kuh füttern.« Es dachte, der Alte wäre schon aufgestanden und sah sich nach seinem Bette um. Aber er lag nicht darin, sondern ein fremder Mann. Und als er ihn betrachtete und sah, dass er jung und schön war, erwachte er, richtete sich auf und sprach, »Ich bin ein Königssohn und war von einer bösen Hexe verwünscht worden, als ein alter, eisgrauer Mann in dem Wald zu leben. Niemand durfte um mich sein als meine drei Diener in der Gestalt eines Hühnchens, eines Hähnchens und einer bunten Kuh. Und nicht er sollte die Verwünschung aufhören, als bis ein Mädchen zu uns käme, so gut von Herzen, dass es nicht gegen die Menschen allein, sondern auch gegen die Tiere sich liebreich bezeigte. Und das bist du gewesen, und heute um Mitternacht sind wir durch dich erlöst, und das alte Waldhaus ist wieder in meinen königlichen Palast verwandelt worden. Und als sie aufgestanden waren, sagte der Königssohn den drei Dienern, sie sollten hinfahren und Vater und Mutter des Mädchens zur Hochzeitsfeier herbeiholen. Sobald wir uns bewusst auf den spirituellen Weg machen und uns um spirituelles Wachstum bemühen, erwacht auch unser Pflichtbewusstsein und Gewissen, sodass wir die innere Hochzeit feiern können, unser spirituelles Ziel gewissenhaft und selbstlos dienend anzustreben. Am Anfang der spirituellen Transformation und des spirituellen Weges steht also unser guter Wille, uns auf eine Weise zu verhalten, die für unser spirituelles Wachstum förderlich ist. Die Rückwandlung der drei Diener des Königssohns symbolisiert, dass die Eigenschaften, die von den drei Tieren symbolisiert werden, uns dienen. Es kommt uns, wenn wir nicht an spirituelles Handeln gewöhnt sind, an spirituelles Handeln und Denken, so vor, als wäre die Erfüllung unserer wahren Bedürfnisse durch richtiges Handeln, als wäre die Reinigung unseres Geistes und als wäre der richtige Umgang mit unserer Hoffnung etwas sehr Anstrengendes und Mühevolles, das wir nur ungern machen, solange wir wirklich eigennützig denken. In Wirklichkeit sind dies die Diener, die uns helfen, das Ziel zu erreichen. »Aber wo sind meine beiden Schwestern?«, fragte das Mädchen. »Die habe ich in den Wald gesperrt und morgen sollen sie in den Wald geführt werden und sollen bei einem Köhler so lange als Mägde dienen,
bis sie sich gebessert haben und auch die armen Tiere nicht hungern lassen. Ein Köhler symbolisiert spirituelle Transformation, weil er Holz in Kohle umwandelt. Die beiden Schwestern des Mädchens symbolisieren also, dass selbst nachdem wir uns auf den spirituellen Weg gemacht haben, der größte Teil unserer Arbeit noch vor uns liegt. Unsere wahren Bedürfnisse bestehen daraus, unser Glück auch im Glück anderer zu finden. Und es bleibt eine fortlaufende Arbeit, die aus Ego und Eigennutz bestehenden Unreinheiten in unserem Geist zu reinigen. Das Märchen vom Waldhaus weist uns also darauf hin, dass wir auf dem spirituellen Weg die Haltung eines Anfängers oder eines kleinen Kindes einnehmen sollten, das stets begierig ist, Neues zu lernen, dass wir fortlaufend unseren Geist von Egoismus und Eigennutz reinigen sollten und dass wir durch richtiges Handeln unsere Hoffnung auf Gott setzen sollten, uns auf unserem Weg beizustehen und richtig zu führen. Es geht also um Demut, um Selbstlosigkeit und um Hingabe an das Göttliche, damit dieses in uns erwachen kann. So, das war's wieder für heute. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Märchen ihr gerne interpretiert haben möchtet. Ich plane in den Wochen der Adventszeit einige Märchen zu besprechen. Wenn ein Märchenwunsch bereits in meinem Buch besprochen wird, werde ich darauf hinweisen. Wenn ein Märchen nicht in meinem Buch über die deutschen Märchen enthalten ist, werde ich sehen, was ich tun kann, um den Wunsch zu erfüllen. Ja, dann klickt noch auf Gefällt mir, teilt das Video und abonniert diesen Kanal und denkt immer daran, wir können in der Welt nur bewirken, was in uns ist. Wenn wir in der Welt Frieden wollen, muss zuerst in unserem Geist Frieden sein. Habt eine gute Zeit und betet weiter für den Frieden in der Welt und in der Ukraine.